Kinder, ihr kennt mich ja sicher noch aus dem Kindergarten. Ich bin Backi, ein großer Backenzahn. Von meiner Sorte gibt es 8 Stück in eurem Mund. La 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 la, die Kariesbakterie ist schon da. Oh nein, was macht denn die schon wieder hier? Ich wollte nur mal nachsehen, ob es schon Arbeit für mich gibt, denn ich liebe es, in eurem Mund zu arbeiten. Jetzt Kinder, darf ich euch die Kariesbakterie Streptococcus mutans vorstellen. Sie lebt genauso wie ich in eurem Mund. Sie ist in Wirklichkeit winzig, winzig klein. Aber ich bin ja auch nicht so ein großer Zahn in eurem Gebiss. Ja genau, ich bin in Wirklichkeit winzig klein. Aber ich kann große Löcher in euren Zähnen anrichten. Und ich bin eine fleißige Arbeiterin. Mein Zahnschmelz ist zwar ziemlich hart, ja fast so hart wie ein Diamant. Aber diese kleinen, fiesen Bakterien schaffen es, ihn weich zu machen und porös zu machen. Wir Kariesbakterien sind fleißige Arbeiterinnen. Wir arbeiten munter drauf los. Aber zuerst machen wir es uns auf einer Oberfläche gemütlich. Oh ja, Kinder. Die Kariesbakterien lieben es auf meiner Oberfläche. Zuerst warten sie ab. Oh ja, wir haben Zeit und warten. Aber sobald sich eine Gelegenheit bietet, gehen sie schon ran an die Arbeit. Nämlich, wenn sie Kohlenhydrate und Zucker aus der Nahrung bekommen, dann machen sie so klebrige Biofäden und haften an uns Zähnen. An diesen Stellen, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Die Zahnbürste, die mögen wir gar nicht. Wir wollen unsere Ruhe haben. Und in Ruhe heften wir uns da an. Und du merkst lange nichts von uns. Ja genau, ihr seid so fiese Bakterien und wir merken lange nichts. Ich kenne euch üble Bakterien ja schon gut genug. Ihr arbeitet munter drauf los und wartet nur, bis sich eine Gelegenheit bietet. Wir sind fleißige Arbeiter und du bemerkst lange nichts von uns. Es dauert nämlich, bis du Zahnschmerzen hast. Die ersten Anzeichen von euch sind so ein weißer Fleck auf uns Zähnen. So ein genannter Kreidefleck. Wenn man den mal bemerkt, da habt ihr schon mit der Arbeit begonnen. Mhm. Und ihr wollt dann tiefer rein in meine tieferen Schichten und eure schlimme Behausung noch viel größer machen. Genau, das ist unsere Absicht. So, Kinder, jetzt wollen wir es uns mal in Wirklichkeit ansehen, wie das in echt ausschaut mit den Kariesbakterien und was die bei unseren Zähnen anrichten können. Hier siehst du ein gesundes Milchgebiss. Also die Milchzähne, deine ersten Zähne in deinem Mund. Wie strahlend weiß, glänzend und gesund sie aussehen. Diese Zähne werden richtig und regelmäßig geputzt. Das sieht man sofort. Hier siehst du auch Milchzähne, aber mit Karies. Sehr viele Kariesbakterien haben hier schon fast alle Zähne angegriffen. Bei diesem Eckzahn siehst du, wie die äußerste Schicht des Zahnes gerade zerstört wird. Bei diesem Schneidezahn sind die Bakterien schon bis in das Innerste des Zahns vorgedrungen. Bald wird der Zahn abbrechen, wie du hier sehen kannst. Schauen wir uns doch gemeinsam an, wie so ein Loch im Zahn entsteht. Die Kariesbakterien oder Streptococcus mutans wohnen also in deinem Mund. Aber worauf warten sie in deinem Mund? Richtig, auf Zucker. Was passiert also, wenn du etwas Süßes isst oder trinkst und dir danach nicht die Zähne putzt? Die Essensreste und der Zucker bleiben an deinen Zähnen kleben. Die Kariesbakterien lieben Zucker. Sie stürzen sich auf den Zucker und verwandeln ihn in Säure. Die Säure ist so stark oder scharf, dass sie Teile des Zahns, also Calcium, herausschmilzt. So entstehen Löcher in deinen Zähnen. Schau, wo die Bakterien schon angefangen haben, kleine Löcher zu bilden. Glaubst du, du hast mit so einem Loch schon Zahnschmerzen? Nein, du spürst nichts. Wenn das Loch größer wird, also bis in das gelbe Zahnbein hineinreicht, hast du immer noch keine Zahnschmerzen, sondern Temperaturschmerz. Das heißt, wenn du etwas Kaltes oder Warmes isst oder trinkst, dann zieht das so komisch bei diesem Zahn. Aber richtige Zahnschmerzen hast du erst, wenn das Loch bis in das Zahnmark hineinreicht. Das heißt, wenn die Bakterien den Nerv erreichen. Deshalb spürst du zum ersten Mal Zahnschmerz, wenn das Loch so groß ist. Das tut dann richtig weh. Also, geh zweimal jährlich zum Zahnarzt. Er oder sie findet jedes Loch, sei es auch noch so klein. Um dich gesund zu ernähren und deine Zähne gesund zu erhalten, habe ich ein paar Tipps für dich.
Du solltest 5 Mahlzeiten pro Tag zu dir nehmen und dazwischen deinen Zähnen eine Pause gönnen. Statt Eistee, Limo oder Cola trink so oft wie möglich Leitungswasser, denn diese Getränke enthalten sehr viel Zucker. Iss zu Jause Obst, Karotten, Gurken, Paprika oder Nüsse anstatt Schokoriegel, Kuchen oder Chips. Obst und Gemüse fördert durch das Kauen die Produktion von Spucke und Spucke in deinem Mund hilft dir, die Zähne zu spülen. Tausche deine Semmel gegen Vollkornbrot. Es ist reich an Vitaminen und Ballaststoffen und fördert deine Konzentration. Nach dem Naschen Wasser trinken und damit den Zucker im Mund wegspülen. So, jetzt habe ich noch ein Experiment für euch vorbereitet. Hier habe ich ein rohes Ei. Die Schale des Eis besteht hauptsächlich aus Kalk. Säure kann die Eierschale angreifen. Das bedeutet so viel, wie Säure unsere Zähne angreifen kann. Ich gebe den Essig in das Glas und gebe das Ei dazu. Wir sehen bereits, wie sich kleine Blasen bilden und die Säure die Eierschale angreift. Da habe ich schon ein Ei mitgebracht, das liegt schon einen Tag in dieser Säure. Die Schale ist schon etwas weicher und aufgeweicht. Am zweiten Tag, wo das Ei schon in der Säure liegt, sehen wir bereits, dass die Schale schon komplett aufgeweicht ist. Und wenn ich da drüber wische, geht die Schale schon ab. Die Säure hat unsere Schale schon weich gemacht. Nach 3 Tagen im Essig sieht die Schale unseres Eis so aus. Die Eierschale hat sich komplett aufgelöst. Hier habe ich ein schwappeliges Ei. Ich kann die Eierschale schon wegwischen und übrig bleibt ein Ei, das so weich ist wie ein kleiner Springball. Wenn ich mein Ei jetzt runterwerfe, sehe ich, dass sich die Schale schon komplett aufgelöst hat und übrig bleibt nur mehr eine Haut. Dem Ei geht es jetzt wie unseren Zähnen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr euch von Karies befreit. Achte gut auf deine Zähne. Dann hast du lebenslang keine Probleme.